Aral Links oder Messing Links, was ich jetzt auch habe. Ne? Also wenn ich den jetzt da ramme, dann ist er unter mir. Wenn ich jetzt viel auf wie verbaue, dann verramme ich die aber. Weil das ist ein kleiner Scheiße, da ist alles Plastik. Ich weiß, deswegen sag ich, aber ich bin ein bisschen ramme, der ist ja gleich unter mir. Da ah, siehst du, da siehst du jetzt den Unterschied von den Raffen her, schau mal. Wie locker und langsam, dass der durch oben geht, bevor der Rutschen anfängt, schau mal. Siehst du das? Ja. Ich habe das letzte Stück und habe ja Gas gegeben. Ja. Also heute schon. Dann musst du ja, weil sonst, ja eben, dann musst du ja, weil sonst ja. Bleibt er ja, ne? Ja. Weil sobald die Radl steigen da und der kriegt momentan Widerstand und blicken, ne? Ja, genau. Leidl, und wenn ich halt sauber sehe, dann kriege ich halt jetzt mehr Blutrausch. Die Chicks schon mal liegen alle umeinander da. Letzte Mal sind die Trinkdosen umeinander gelegen da. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht mal eine gekriegt. Ja. Ich hab mich schon aufgeregt. Weil da ein Chickpack drin ist, ich sauf die Chicks. Stopp. Und weil es nicht mehr. Ja, der Harry hat da die einfache genommen auf, ich weiß nicht, die gerade, gell? Habe ich dich wieder angezogen? Ich habe mir heute über das Blade oben. Wenn du der Schlummelchen schaust. Reicht da mit der. Ja, dann ist er selber wieder hin und dann ist er schuld. Ne? Er ist immer schuld. Ja, gut, er ist immer schuld. Jawohl. So schaut's aus. So schaut's aus im Schneckenhaus. Fahr weiter. Wo steh ich? Ist mir auch. Bravo, gut gemacht. Es wird. Anita, Entschuldigung. Hey, weil der Weihnachtsmann kommt eh bald. Du kriegst neue Giraffen. Weihnachts-Porsche. Neue Giraffen und ein Mercedes. Okay, liegt schon alles daheim. Aber die Frage ist dann erzeugt. War der Weihnachtsmann brav? Ja. Warte mal da auf den lockeren Material, gell? Ja. Ich muss ein bisschen einer fahren. Sonst lege ich wirklich an deine Sorgen.
Oder ein Penisarm oder wie das heißt, muss man sehen. Das Sau ist jetzt schon gut ausbalanciert, gell? Ja. Du, wenn er rutscht, dann rutscht er mit alle vier jetzt gleich, gell? Nicht, ja. Nicht hinten und nicht vorn. Und wenn du denkst, der hat aber nur, 4,6 Kilo, ne? Das ist super, ja. Ja. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt, ob er so da hinrutscht. Wir haben eher 6 Kilo ungefähr. Ein bisschen unter 6 Kilo. Na, gleich sehen. Sperre hast du hinten nicht ein, gell? Ja. Weil das ist beim Bergauffahren ganz wichtig, Sperre eingeschalten haben hinten. Ja. Weißt du schon, weil wenn ein Radl in die Luft geht, dann, hat das, dann bremst das, die, das, das zweite Hinterradl nicht mehr auf dem, was am Boden ist. Gell? Genau, ja. Und da, weißt du? Deswegen immer die Sperre voll rein. Ja. Aber er schafft's. Ja, nein, er fährt super. Da hast du aber auch klasse Reifen. Ja, das sind die, die Hyrex. Ja. Die Pro-Line. Ja. Predator Trencher hast du also. Es sind aber 125er, gell, was? 130er? Ich glaube, ja. 125, ganz klar. Ja. Ganz groß, ja. Ja, ja. Und 2,2. Ja. Es sind aber auch 1,9er, gell? Reifen, oder? Nein, Gummi und 2,2. So, der nächste. Der kleine Noller, ernstvoll steigen wir eh da. Da sind wir runtergegangen. Da. Da passt es schon. Da geht es da oben irgendwo. Ja. Nein, du bleibst da oben. Geh auf. Warte ein bisschen. Warte ein bisschen. Du kriegst gleich da schon durch. Das fliegt jetzt so weit. Bitte du auf, da aufpassen beim Obergehen, gell? Dass nicht ausrutschen tut. So, gut. Aber bitte lass das Auto nicht noch weit runter. Es steht jetzt eh günstig an beim Baum. Ja. Oh, Mama kriegt es nicht. Ich glaube, die Mama würde es noch nicht mehr fahren. Ich habe das Bett nicht mehr. Dann habe ich einen Aufvertrag, dann habe ich einen Hintergrund. Dann bin ich über Wandern. So, der nächste. Okay, alles klar. Dann geht's weiter. Was, 15.000? Im Konvoi? Du? Ja, ja, vor alle. Bei Masse, bei der in Bewegung kein. Du holst mich schon wieder nicht mehr auf. Ne? Du musst ja auch Bären ausschalten, dann geht's leichter. Dann musst du leichter dran. Nehmen Sie wieder einschalten, wenn ich noch was habe. Ich muss nur schauen. Warte, ich muss nämlich ein bisschen aufpassen beim Zurücksteigen. Gell? Ja, sonst mache ich einen Abgang. Sonst mache ich tatsächlich einen Abgang und das. Das wird das berühmte Last Selfie. Ja.
Freut mich, wenn es euch gefällt. Das freut mich umso mehr, wenn es euch gefällt da. Nicht zwei da, aber da. Ich kann nicht weiter zurückgehen, weißt du? Nein, nein, der reift schon. Jawohl. Also der Stuhl hat es gekauft, der was da ist. Der Stuhl hat den Kurs dann abgefahren. Ja, vorne mal ein Stück stopp kurz, Leidl. Warte, stell mich da her zum Sichern. Ah, stopp! Stopp, 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 wir müssen ein bisschen noch rauffahren. Sie hat ja sonst keinen Platz mehr dort. Ja. Ah, ja. Ah. Wir sind ja 6x6, sie brauchen Platz. Da ist die hintere Sperre auch. Ja, dass wir dann auch nicht mehr aufhängen, nicht? Wie Platz mehr haben. Die vordere Sperre drin. Ich glaube, der Hund dann mit der lenkbaren Achse. Der Hund ist ja gar so lang. Das muss ja voll da unten sein. Ja. So, wir haben mich verkeimpelt. Wo hänge ich denn da jetzt? Schau, der gut. Dabei? Guck mal, was da hängt. Der geht so warm. Halt, ich stelle mal mit, Thomas. Nur Widerstand. Ist keiner drin? Nein, ist keiner drin. Nur Widerstand. Warte noch. Wie weit muss ich hinausholen, dass ich schaffe? Ufo reinschlagen. So auf wie dann. Also, ja, du tust die Leiter, da passt es, ja. Jawohl, auf jetzt. Du musst weiter, du musst ein bisschen, jawohl, genau. Ich vertraue, man zeigt mir nichts. Ja, passt schon. Ich gehe schon mal. Keine Ahnung, was das da ist. Und das sind dann die ganz guten Fahrer, ne? Die, die noch Gehör fahren können. Nach Akustik, sagen wir so, nach Akustik. Du hast mich gefahren, Harald, oder? Im Griff noch so, hin. Auf geht's wieder. Schmeiß sie auch, wenn die große Sturte da ist. Ein Defender fliegt weit. Ja, aber der ist das eh gewohnt, habe ich gesehen. Das, der Kleine, alle. Achso, der Kleine. Der ist heute im ersten Mal im Einsatz. Ja. Stimmt nicht. Ich bin letztes Mal der Beste. Okay. Da war ein komplett original. Ja, das ist doch genau. Thomas, gehst du ein bisschen noch? Ja, genau, auf die Seite. Oh.
Finger weg vom Abzug. Ja, ja, weißt du was? Jacqueline, fahr überhaupt da oben. Fahr überhaupt da oben. Weißt du schon, dass nicht wirklich was passiert ist. Hast du da umdrehen und aufstellen. Aber du machst das eh verdammt gut. Für das, dass du heute das erste Mal fährst. Ich meine, da darfst du aber schon wirklich überhaupt nichts sagen. Stimmt, ja. Gratulation. Cool, Respekt. Ja. Du kriegst heute halt bei mir daheim ein Gartenbier. Und dann gleich so extreme Passagen, gell? Ja, ja, ich sag ja. Das ist ja sensationell, wie sie fährt. Da brauchen wir nicht reden, ja. Halt, stell dir mal. So, sind alle herum? Achso, der Kleine ist noch, gell? Der Kleine, ja? Du musst probieren, schauen, wie die Hände sind. Der Grobner. Für einen ist Kiesel, für mich ist Kösen. Ja. Ein bisschen mehr Gewicht als vor der Axt, gell? Ja, jetzt hat er da ein wirklich dieses Beinchen für andere. Sag jetzt schon los. Komm nach. Links anziehen. Ah, rechts anziehen jetzt, ja? Ja, ja. Gerade lenken. Und jetzt rechts einer. Nicht so viel, zieht sie mit einer. Laufen wir langsam zurück. Genau, langsam rechts einschlagen. Ist das meine Mama oder ist das? Ja, das ist deine Mama. Nein, das kommt. Oh ja, genau. Und jetzt fahr weiter gerade auf. So geht's auch, gell? So geht's auch. Hey, jetzt mach keinen Blödsinn. Du musst schon schauen, was sie passiert. Jetzt fängst du wieder. Ja, weißt du, du hast das Problem. Wenn du nicht gleich beim ersten Mal fährst, hast du eine Querbeschleunigung, weißt du? Ja, ja. Und dann natürlich. Dann hast du einen Abtrieb, ne? Wenn wir jetzt weiterfahren, ist es nicht zu spät. Bravo, sehr gut. Klasse. Also du bist nicht meine Mama. Darfst du voraus, gell? Ja. Gibt die bessere Position. Ich fahr wieder hinter dir, gell? Ich blink schon mal. Wenn ein Ei rein, gell? Ja, genau. Hoppa, Entschuldigung. Da geht's schräg. Da muss ich aufpassen mit dem Hydrail. Da gehst du vorne weiter. Da noch rechts ab. Da noch der Falk, noch rechts ab. Ja, da noch das ist. Ein Baum. Nadelbaum. Cool. Komm noch her mit dem kleinen Scheißer. Ja? Der muss ausspülen. Ja. Den haben wir noch, den habe ich noch gar nicht gesehen heute. Oder hast du ihn erst geholt? Warte kurz, ich komme schon. Der ist noch nicht alt. Ich komme schon. Ja, aber heute da hast du noch nicht mitgehabt, oder? Geh weg, komm, müssen die Autos auf. Letztes Mal in Weiz beim Aufbau habe ich mitgehabt. Da waren sie noch komplett neu und original. Aha, okay. Also kein Brauskern, keine Alufahren, kein Gewindefahrwerk. Hast du die Strecken schon gesehen, was wir im Weiz gebaut haben? Nein, auf die Fotos ja. Aber
Ich werde da jetzt demnächst. Aber saugeil geworden, die Strecke. Echt. Saugeil. Ja. Und die Wendeltreppen. Und du, was du da kannst, da kannst du was verlangen dafür. Ja. Kennst du vom Ding auch da in Adendorf, Berg? Nein, kenn ich nicht da. Da gibt's auch keine Strecke. Ja, der Kirk heißt der, glaube ich, ja. Der hat eine, ja. Ach so, ja. Horst Kirk. Ja. Ah, da tut, waren wir schon mal in den Wald drin. Ja, genau. Okay, ja. Der ist wirklich genug. Ah, oh, geht schon, der Nächste. Zieh du. Wir suchen genau bei den ärgsten Eis. Da musst du immer querfilmen. Anita, weil sonst, wenn du das im Fernsehen anschaust, dann hast du nur einen Strafen mit dem Bild drin. Ui, ausschneiden. Uiuiui, da kommt ja was. Ein großes Vieh namens Hami. Ich mach da die Mauer, gell? Markus. Ausschirm. Er kommt nicht auf. Nein. Nein, wenn er runter fliegen, weißt du? Wenn der kugelt, dann kugelt er. Denk an den Rad und ich bin wieder zurück und ich habe nur ein. Ja, das ist ja das. Das ist das. Ich meine, das ist also für, ich habe so einen fürs Wohnzimmer im Winter, gell? Mhm. Aber sonst draußen, ja, im Garten ein bisschen auf dem Steinhaufen, gell? Aber sonst. Go. Jetzt hättet ihr doch aufpassen anfangen. Mhm. Ah. Aber ich fahre nicht. Das sind ja was Baum, oder? Und wenn, dann ist ich Harry und der Baum als Schutz da. Aber wir weiter unten. Nein, los, der fährt alles da nicht. Nein, komm, das geht nicht. Das geht nur Zentimeter weiß. Hallo Mama. Right, go. Oh, geschafft! Nix meiner reißt gleich ganze Felsbrocken aus, gell? Dabei fährt er nur mit Standgas. Da siehst du mit Gas, dass der mit Standgas geht, gell? Das Gewicht ist nur mehr unten. Ja. Das ist aber schon viel wert. Vielleicht hat das hinter Distik. Der war hinter Distik. Aber Wald kannst du da lassen, wenn du musst. Jawohl, sehr gut! Easy. Klasse! Aufstellung? Jawohl! Jonas, du musst immer hinlaufen! Kleines Auto, große Karte! Aber es war schon richtig cool, gell? Da drüben ein Mistkübel, da oben ein Mistkübel. Ja, und trotzdem haut es überall alles weg. Gell? So, meine lieben Freunde, ich glaube, wir werden jetzt da dann einmal was essen und was trinken gehen, oder? Ich glaube. Gehen wir um in die Hütten? Ja. Dann bitte, wir noch. Wir noch. Im Cowboy! Im Cowboy! Er ist aus dem Cowboy! Ah, du bist aus dem Cowboy! Nee.
Weil du kannst das nicht erwarten schon wieder einmal. Wirklich. Danke. Ja. Dankeschön. Siehst du, ich habe gewusst, ich brauche nichts sagen. Nein, so, ab zur Mittagspause!